Willkommen, benvenuto, benvenuto, Vitali, das ist Tschechisch. Herzlich willkommen und große Freude herrscht. Es ist mir eine außerordentlich große Freude, Sie alle ganz herzlich zur Eröffnung des 9. Konvoitorium Elmers hier in Elmersdorf im Hardwinkel begrüßen zu dürfen. Ganz speziell heiße ich folgende Personen in unserem Kreis hier im Hardwinkel willkommen. Frau Marianne Stenz, Gemeindeamann und oberste Schirmherrin der politisch verantwortlichen Gemeinde, die uns hier das Gastrecht gibt. Herr Ständerat Terry Burkhardt, unser Patronatsführer, er wird hier morgen um 13.30 Uhr zu Ihnen sprechen. Frau Nationalrätin Ruth Humbel, eine echte Birmesdorferin. Dann Frau Nationalrätin Maja Rienicke, Frau Nationalrätin Stefanie Heingartner, Herr Regierungsrat Jean-Pierre Galati, Militärdirektor des Kantons Aargau, er wird gleich nach mir ebenfalls hier zu Ihnen sprechen. Herr Stefan Attinger, Regierungsrat und Baudirektor des Kantons Aargau. Herr Korpskommandant Hans-Peter Walser, Chefkommando Ausbildung und stellvertretender Chef der Armee. Er wird morgen 17 Uhr hier zu Ihnen sprechen. Herr Divisionär Peter Merz, Kommandant der Luftwaffe, ihm haben wir diese wunderbare Vorführung am Vorher mit Patriotis zu verdanken. Herr Brigadier Marcel Amstutz, Stabschef vom Kommando Ausbildung. Herr Brigadier Stefan Christen, Kommandant der Verband Genie Rettung ABC und Sport. Herr Divisionär AD Paul Müller, letzter Kommandant der Felddivision 5. Herr Brigadier AD Peter Stocker, Herr Oberst Rolf Schäuble, Leiter Militär- und Bevölkerungsschutz des Kantons Aargau, alle Gemeinderäte, Sponsoren und Landeigentümer, Vertreter der Kantons- und Regionalpolizeien, die zahlreichen aktiven Militärs, wie auch jene, die im verdienten Ruhestand sind, die Pressevertreterinnen und Pressevertreter, und hier danke ich schon für eine objektive Berichterstattung. Und natürlich Sie alle hier, Ehrengäste, Mitwirkende aus verschiedensten Ländern, Besucherinnen und Besucher, Oldtimer-Interessierte, Geschichtsinteressierte und Gutgesinnte von unserem Konvoi to Remember hier in Birmingham. Nochmals herzlich willkommen, es ist schön, dass Sie schon heute den Weg nach Birmingham gefunden haben, hier zur Eröffnung des 9. Konvoi to Remember. Ist es nicht für uns alle ein Glück, ein großes Glück, in einem Land zu leben, das bis heute immer wieder von Kriegen verschont blieb? Tatsächlich, wir Schweizer haben allen Grund zur Dankbarkeit, in diesem wunderschönen Land zu leben. Seit 77 Jahren herrscht in Europa Friede. Gerade deshalb dürfen wir uns mit Dankbarkeit an den legendären Tag, nämlich an den 6. Juni 1944, als die alliierten Streitkräfte in der Normandie gelandet sind und Europa in den Monaten mit einem hohen Blutzoll vom Joch einer Diktatur befreit haben. Dies meine Worte am 8. Konvoi, nämlich 2019. Da war alles noch etwas anders. Vor 3 Jahren anlässlich des 8. Konvoi to Remember kannten wir weder Covid noch Affenbocken, noch brannte ein Krieg in der Ukraine. Mit unserem 3-Jahres-Rhythmus ist es uns zum Glück gelungen, die Pandemie zu umgehen, den Krieg in der Ukraine leider nicht. Glauben Sie mir, liebe Freunde des Konvois, es war für das OK vor knapp einem Jahr keine einfache Beschlussfassung, sich für ein klares Ja zugunsten des 9. Konvois to Remember 2022 durchzuringen. Wir haben es gewagt und es war richtig. Darum, im Gedanken an die Befreiung Europas. Im Gedenken an die Befreiung Europas, Sie haben mich gleich aus dem Konzept gebracht, ist heute wieder aktueller denn je.
Ja, die Freiheit in Europa ist wieder in Gefahr. Wir alle müssen dieses hohe Gut miteinander verteidigen. Der Konvoi will mit den vielen historischen Fahrzeugen vor allem an den denkwürdigen Tag der Invasion erinnern. Der Invasion, die Europa den Frieden gebracht hat. Selbstverständlich soll auch die Freude an der alten Technik nicht zu kurz kommen. In diesen drei Tagen treffen sich Sammler von militärischen Oldtimern aus der Schweiz und sage und schreibe 13 Nationen zum Neutrum von Neutrum. Diese Besitzer dieser seltenen Fahrzeuge leisten mit viel Begeisterung und einem beträchtlichen finanziellen Engagement einen eminent wichtigen Beitrag zur Erhaltung eines lebendigen Museums, eines lebendigen Militärmuseums. Dieses Treffen bietet Ihnen, liebe Anwesende, und einer interessierten Öffentlichkeit einen umfassenden Einblick in die Entwicklung der faszinierenden Technik. Überzeugen Sie sich anschließend selbst im Gelände, einfach fantastisch. Wenn ich so in die Reihe blicke, stelle ich mit Freude fest, dass Sie alle mit großer Begeisterung hier nach Birnensdorf gereist sind. Und zudem ist es ein besonderes Erlebnis, wenn die Schweizer Fahne, die Pontoch, über unserem Festgelände flattert und für einen unfallfreien Verlauf dieser Veranstaltung sorgt. Damit der 9. Konvoi Remember überhaupt zum Fliegen kam, können wir die folgenden Personen und Institutionen verdanken. Die Gemeinde Birnensdorf, die Landeigentümer Thomas und Michel Hurier und Johann Wieland haben uns das Festgelände zur Verfügung gestellt. Dafür bin ich Ihnen für die äußerst großzügigen Gäste zu großem Dank verpflichtet. Meine Damen und Herren, die Vorbereitungen für den 9. Konvoi waren sehr intensiv. Mit Bravour haben meine Kolleginnen und Kollegen des Organisationskomitees sämtliche Hürden für diesen Anlass genommen. Sogar das Bundesamt für Zivilluftfahrt, Sie haben es gesehen, hat uns ohne Wenn und Aber den Segen zur Durchführung dieser Airshow gegeben. Allen Amtsstellen sowie den zahlreichen Helferinnen und Helfern danke ich ganz herzlich. Nur so ist es uns möglich geworden, jeden Bürger an drei Tagen ein faszinierendes Programm zu bieten, unter anderem mit folgenden Highlights. Heeresausstellung der Schweizer Armee mit dem Lehrverband Panzerartillerie. Zu sehen sind sämtliche aktiven Panzertypen, welche von motivierten Rekrutinnen und Rekruten aus der Panzerrekrutenschule Thun vorgestellt werden. Besuchen Sie diese Ausstellung und setzen Sie sich in einen Leo oder in eine Panzerhaubitze und schießen Sie ein Selfie. Präsentation der neuesten Mittel der Militärpolizei, die Luftwaffe mit der Batterie Swiss, Fernsperr und Porter. Anstelle der Parade die Sternfahrt nach Birnensdorf, der Präsentationskorso ums Festgelände ist schaloniert. Defilé mit auserwählten Spezialmilitärfahrzeugen und Panzern auf unserer eigens erstellten Präsentationspiste. Heute Abend Auftritt der History Swingers Beat Band, das ist bereits Tradition, unter der Leitung von Hans Hinund. Samstagabend Christoph Walter Orchestra. Sonntag dann noch die Arrivals mit zwei Chors mit insgesamt 50 Mann in Originaluniformen aus der Schweiz und den USA. Die fantastischen Gangster in Actor-Gruppen auf der anderen Seite. Die Sauer-Ausstellung mit Schwingachsen mit meinem 77-jährigen Sauer Emma mit Haubitze, der seit 44 Jahren in meinem Besitz steht. Die zwei Weltkriegbunker, die Sie besichtigen können, einmal pro Halbtag und so weiter und so weiter. Und anschließend habe ich nun das Bedürfnis, Danke zu sagen. Danke, meine Frau Daniela und meine ganze Familie. Sie haben mich in einer wunderbaren Art intensiv unterstützt. Meinem Organisationskomitee und den unzähligen Helferinnen und Helfern. Die sich immens eingesetzt haben, an meinen Vorgesetzten, Oberst Daniel Wegrand und Brigadier Stefan Christen, der Gemeinden, der Polizei, den Sponsoren, den Landeigentümern
und nicht zuletzt auch der Armee für den Funk, Unterstützung, die Heeresausstellung, den Fernsteuer und der Patrouillismus. Ein ganz spezielles Dankeschön geht allerdings an unser Rekrutenspiel mit dem Spielführer Leutnant David Gabi. Vielen, vielen Dank für die wunderschöne musikalische Unterstützung. Ich bitte um einen großen Applaus.